So, schönen guten Abend zur Pressekonferenz nach dem Spiel Austria-Wien gegen Hartberg 4:2. Ich darf immer bitten, die beiden Trainer kurz ein Statement abgeben zu lassen und daher Fragen bitte. Wir wollen wie immer mit dem Trainer der Gastmannschaft beginnen, in dem Fall Markus Schopp. Markus, bitte, kurz ein Statement zum Spiel. Ja, zuerst einmal Gratulationen an die Austria, dass sie gewonnen hat. Ich glaube, dass wir ein Spiel gesehen haben, mit einem extrem dominanten Beginn der Wiener Austria. Ich glaube, dass wir uns aber gut nachher ins Spiel reingefunden haben, haben den einen oder anderen Umschaltmoment gehabt, den wir aber viel zu wenig konkret fertig gespielt haben. Durch eine Standardsituation 1:0 hinten. Ich glaube, für uns war es nachher schon klarerweise ein Vorteil, die rote Karte kurz vor der Halbzeit. Wir haben nachher korrigiert. Haben, glaube ich, verdient den Ausgleich gemacht, haben extrem viel investiert und haben einfach nachher zu viele Fehler in der Defensive gemacht und dadurch den Gegner wieder ins Spiel kommen lassen. Das aus meiner heutigen Sicht, aus der jetzigen Sicht nicht nötig gewesen wäre. Aber so viel Qualität hat natürlich die Austria, um aus wenig Möglichkeiten nachher viel zu machen. Und am Ende geht der Sieger in dieser Höhe in Ordnung. Dankeschön, Markus Schopp. Thomas Letsch, ich darf auch dich bitten, kurz ein Statement zum Spiel abzugeben. Bitte, Thomas. Ja, ich möchte eigentlich gar nicht so sehr in die Analyse gehen, sondern muss jeden Einzelnen in meiner Mannschaft loben für das, was heute auf dem Platz abgelaufen ist, nach der gelb-roten Karte und dann dem relativ schnellen Ausgleich, nach dem, was so in letzter Zeit passiert ist, mit der schon einer gewissen Drucksituation, wie sie sich da dann doch wieder gefangen haben, wie sie das geregelt haben, wie sie gefightet haben für diesen Sieg, zum richtigen Zeitpunkt dann auch die Tore gemacht hat, das verdient höchsten Respekt und das ist das, was mich halt ja, stolz und glücklich macht und ich freue mich da für jeden einzelnen Spieler, dass sie das auf die Art und Weise gebogen haben. Dankeschön für die ersten Statements, meine Herren. Philipp kommt wie immer mit dem Mikro, bitte aufzeigen, dann die Fragen gehen zur Kronenzeitung. Florian Kröger, bitte. Der Trainer, kannst du uns trotzdem vielleicht ein bisschen teilhaben lassen an deinem Gemütszustand nach dem frühen Ausgleich, nach der Pause und dann nach dem, vor allem 87 Sekunden später, nach dem Tor vom Alex? War das so nah hintereinander? Okay. Ja, ich sag mal, es ist logischerweise, man legt sich was zurecht, man hat was im Kopf und dann kommt eben ein Ausschluss, dann muss man umdisponieren. Wir haben in der Halbzeit ganz klar gesagt, dass wir auch zu 10 dieses Spiel gewinnen wollen, dass es um nichts anderes geht, dass wir logischerweise etwas defensiver stehen müssen, aber auf keinen Fall passiv werden dürfen. Wenn dann so ein 1-1 kommt, dann geht einem schon durch den Kopf, es läuft wieder was gegen uns, anders kann man es nicht ausdrücken, aber umso wichtiger ist es dann und wir haben uns dann was zugetraut und der Alex ist natürlich ein Spieler, der in solchen Phasen dann auch entscheidende Dinge macht, das hat er bewiesen, auch der Urosch mit dem 3:1. Aber wie gesagt, ich tue mich schwer, heute Einzelne rauszustellen, weil auch ein Alon Turcimann, der es verdient hätte, viel früher auf dem Platz zu stehen, auch von Anfang an, der kommt dann rein und macht seinen Job, macht das Tor. Ein Wesel de Marco kommt rein, macht eine super Balleroberung, die zum Tor führt. Also von dem her, ja, Gemütszustand war wie bei allen im Stadion mal so, aber das Gefühl am Ende überwiegt. Weitere Fragen bitte. Harald Brandl, Laula. Wie haben Sie die gelb-rote Karte von Igor erlebt? War die gerechtfertigt, Ihrer Meinung nach? Also ich habe es jetzt nicht nochmal gesehen, aber die gelbe Karte kriegt er vorbei weggeschlagen und die gelb-rote Karte kriegt er für einen Foul in der gegnerischen Hälfte. Ja. Ich glaube, man kann gelb ziehen in dem Fall. Ja. Auch wenn ich das im Spiel ein bisschen anders gesehen habe, aber da kommen dann doch noch ein paar Emotionen dazu. Vielleicht ist aber so, wenn ich die Bilder nochmal anschaue, dass ich dann anderer Meinung bin. Herr Schopp, wie schätzen Sie die Chancen auf eine Teilnahme in der Meisterrunde jetzt noch ein, nach diesem, sagen wir mal, eher missglückten Start ins Frühjahr? Nein, ich bin froh, dass das Thema jetzt dann für uns erledigt ist. Für mich war es eigentlich immer so etwas, was über uns geschwebt ist, wo klarerweise die Spieler auch immer mitbekommen haben, das ist noch möglich. Wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen. Wir haben letzte Woche gegen St. Pölten gespielt, haben uns dort quasi das Tor selbst gemacht. Wir haben heute gegen einen Gegner gespielt, der nicht um diese Tore jetzt dann besser war heute. Wir haben es einfach nicht auf die Reihe gekriegt, uns diszipliniert und klar so zu präsentieren, dass wir den Anspruch hätten, um dabei zu sein. Und das ist jetzt kein Vorwurf an die Mannschaft, das ist einfach auch etwas, was man akzeptieren muss. Die Mannschaft hat
extrem interessante Entwicklung hinter sich. Wir haben jetzt im Winter wieder Veränderungen gehabt und das sind die Fakten. Und ich glaube, dass wir uns heute trotzdem versucht haben, so gut wie möglich zu verkaufen. Wir haben auch versucht, klarerweise mit den Wechseln immer mehr zu riskieren, wohl wissend, dass man natürlich das unmöglich auch möglich machen möchte. Aber wenn man sich die Fehler hernimmt, die gegen St. Pölten passiert sind und da jetzt dann passiert sind, dann ist es einfach zu viel des Guten, um den Anspruch zu haben, um dabei zu sein. Ich stelle gleich noch eine Frage. Bitte, Harald, weiter. Herr Letsch, ich weiß, Sie wollen niemanden besonders hervorstreichen, aber wie wichtig war Alex Grünwald, vor allem auch in dieser zweiten Hälfte von der kämpferischen Leistung, die er dann auch gezeigt hat, abgesehen von seinem Tor natürlich? Ja, das haben wir schon oft gesagt, der Alex ist ein Spieler, der aufgrund seinen technischen Qualitäten, aufgrund seiner Spielübersicht jeder Mannschaft gut tut. Ich weiß gar nicht, hier stand irgendwo, was habe ich gelesen, vom Alex Grünwald 80% Zweikampfquote, das ist top, muss man sagen. Das gehört jetzt nicht unbedingt zu seinen primären Eigenschaften oder dafür ist er nicht bekannt, dass er der Zweikämpfer ist. Aber auch er hat unabhängig von seinem Tor, hat er sich in Dienst der Mannschaft gestellt und hat dann relativ früh schon signalisiert, es könnte eng werden von der Luft her, beziehungsweise von den Beinen. Und dann kam dann irgendwann das Signal, okay, es geht gar nichts mehr. Und das war mir viel lieber so, als dass er sich geschont hätte und sich irgendwie vielleicht noch 10 Minuten länger durchgequält hätte. Das macht einen Captain aus und das hat er sehr gut gemacht. Gibt es noch weitere Fragen? Bitteschön. Ja, es war also von fast allen Austria-Spielern, kann man sagen, oder allen eine kämpferisch extrem starke Leistung, auch Christoph Mondschein mit Krämpfen am Ende. Und da geht einem doch das Trainerherz auf, wenn man das sieht, dass man in so einem schweren Spiel, wo man dann auch den 1:1 Ausgleich bekommt, direkt nach der Halbzeit, wo man einen Platzverweis bekommt, direkt vor der Halbzeit, das sind ja alles schwere Rückschläge und dann kämpft die Mannschaft so und schlägt sich so zurück. Also wie froh sind Sie denn darüber? Ja, wie ich es vorher gesagt habe, ich freue mich für jeden einzelnen Spieler, weil es prasselt ja nicht nur auf mich Dinge ein, sondern es prasselt ja auch auf die Mannschaft, prasseln Dinge ein und oft wird über das Thema Mentalität und so weiter gesprochen. Und ich habe immer gesagt, kein Spieler bei uns in der Mannschaft gibt nicht alles. Die hauen sich rein. Heute hat man das gesehen und sie haben sich dafür belohnt. Und ja, das freut mich einfach für jeden Einzelnen. Christoph Mondschein ist ein super Beispiel. Ab der 70. haben wir eigentlich nur noch ihn beobachtet, wie lange geht es noch. Und am Schluss haben wir dann anders reagiert. Und das ist immer die Gefahr, sind wir wieder, Alan Tutschemann, ich hätte ihn gern früher gebracht, aber mit einem Mann weniger und schon zwei Wechseln, dann muss man eigentlich warten, okay, wer hält nicht durch, und ich glaube, Christoph Mondschein hatte dann innen die Krämpfe, aber da war auch nicht der Einzige. Aber vielleicht ist auch falsch, also vielleicht hat er auch keine Krämpfe gehabt. Ja, noch kurz zur Elfmeterszene, Elfmeter oder nicht, da in der 63. Minute im Strafraum, Elfer Alarm. Also ich kann auch da nur sagen, wie ich es im Spiel gesehen habe, der Verteidiger, ich weiß gar nicht, wer es war, der Fuß ist da, der Eddie sucht den Kontakt, was clever ist als Stürmer, und wenn der Kontakt da ist, ist es für mich ein Elfmeter. Ob das jetzt ein Foul war in dem Sinne, aber wenn ein Kontakt im Strafraum da ist und der Stürmer, sag ich mal, das annimmt, dann denke ich, kann man auf Elfmeter entscheiden, aber ich habe es, wie gesagt, danach nicht gesehen. Also würden Sie nicht festlegen und sagen, das war eine Fehlentscheidung in dem Sinne? Kann ich nicht, solange ich nicht die Bilder gesehen habe. Also im Spiel dachte ich, es ist Elfmeter. Gut, gibt es weitere Fragen noch? Ich sehe keine Handzeichen mehr. Dann sagen wir Dankeschön, wünschen einen schönen Sonntagabend und bis kommende Woche.